Hi, hier ist Admirage und diesmal habe ich ein Review zu der MT-21, welche man nur aus der Mist N bekommen kann und die beste Version der T-21 ist. Jedoch wird die Waffe so gut wie nie benutzt, da sie wirklich schwer zu kontrollieren ist und zur zweiten Gruppe gehört, die ebenso eher gemieden wird. Aber fangen wir jetzt erstmal beim Allgemeinen an. Die MT-21 ist bereits mit einem ITH Red Dot ausgerüstet und hat im Vergleich zu der normalen Version eine Tarnfarbenlackierung und einen kürzeren Lauf. Dieser sorgt für ein leichteres Gewicht, aber unlogischerweise auch für eine höhere Genauigkeit, obwohl eigentlich durch das Verkürzen eines Laufs die Kugel weniger Drall hat und nicht so präzise fliegen dürfte. Eine weitere Verbesserung gegenüber der normalen T-21 ist, dass die MT-21 schneller schießt und dabei weniger Rückstoß hat. Und all diese Veränderungen summieren sich dazu, dass ich sagen kann, die MT-21 ist um Längen der T-21 überlegen. Dies liegt vor allem an der verbesserten Rate of Fire und dem leichteren Gewicht, da die MT-21 ihren Schwerpunkt im Nahkampf hat, der sie mit einer hohen Feuerrate und einem hohen Schaden alles wegballert. Allerdings hat dies auch einen enormen Nachteil, welcher der schlimmste Minuspunkt an der Waffe ist. Die Streuung ist so immens groß, dass man sie kaum vollautomatisch benutzen kann, ohne immer darauf achten zu müssen, dass die Streuung nicht zu groß wird. Dies ist zwar im Nahkampf noch nahezu egal, da der Gegner näher ist und man auch trotz der Streuung prozentual öfters trifft, als auf mittlerer Distanz, wo wegen der Streuung viele Kugeln einfach das Ziel nicht treffen. Um diesen Nachteil auszugleichen, hat die MT-21 einen Burst Mode integriert, der sich allerdings als schwierig zu benutzen erweist, da er die hohe Feuerrate stark reduziert und ähnlich wie eine Shotty funktioniert. Daher, man kann nur dann bursten, wenn der Gegner im Fadenkreuz steht und nicht wie bei anderen Waffen einfach durchdrücken und draufballern, und wenn der Gegner nicht im Fadenkreuz steht, dies während des Abfeuerns auszugleichen. Auf größerer Distanz kann man die Waffe aber wieder gut mit Tapping verwenden, da die gute Genauigkeit ausreicht, um Gegner auf großen Distanzen zu treffen. Dies ist allerdings viel schwieriger als mit einer G36 zum Beispiel, da wegen dem hohen Rückstoß nur langsam getappt werden kann, da sonst der Rückstoß zu stark ausbricht und man dann lieber den Angriff abbrechen sollte, sich irgendwo ducken oder verstecken und warten, bis die Waffe sich wieder stabilisiert hat, bevor man sie weiter benutzt. Aber wenigstens dauert das Stabilisieren nur eine Sekunde, welche allerdings während Accolades fatal sein kann. Außerdem sollte man bei Accolades darauf achten, dass man wegen der hohen Feuerrate nicht zu schnell sein Magazin verballert, weswegen ich ein Extended Magazine empfehlen würde. Übrigens ist die T-21 eine der wenigen Waffen, die im Bullpup Design gebaut sind und deren Magazin hinter dem Abzug angebracht ist, so wie bei der Aug Stayer zum Beispiel. Abschließend lässt sich also sagen, dass die MT-21 eine gute Allrounder-Waffe ist, die für mittlere Distanzen allerdings etwas Übung erfordert und sonst eigentlich wegen ihren guten Eigenschaften für alle möglichen Situationen verwendbar ist. Jedoch sollte man sich vor dem Rückschuss und der Streuung in Acht nehmen, da beide ziemlich brutal sind. Abgesehen davon ist die Waffe aber klasse und eignet sich prima für No Backpack Mode, da sie, wie eben schon gesagt, alle Situationen bestehen kann. Das war's aber schon von mir. Ich hoffe, dass euch das Review gefallen hat und man sieht sich.